Vor vielen Jahren, als im Spessart die Wege noch schlecht und nicht so häufig wie jetzt befahren waren, zogen zwei junge Burschen durch diesen Wald. Der eine mochte 18 Jahre alt sein und war Zirkelschmied. Der andere, ein Goldarbeiter, konnte nach seinem Aussehen kaum 16 Jahre haben und machte wohl jetzt eben seine erste Reise in die Welt. Der Abend war schon heraufgekommen und die Schatten der riesengroßen Fichten und Buchen verfinsterten den schmalen Weg. Der Zirkelschmied schritt wacker vorwärts und pfiff ein Lied, schwatzte auch zuweilen mit Munter, seinem Hund, und schien sich nicht viel darum zu kümmern, dass die Nacht nicht mehr fern, desto ferner aber die nächste Herberge war. Aber Felix, der Goldarbeiter, sah sich oft ängstlich um. Ja, ja, bist ein guter Hund, Munter. Immer munter. Ich weiß nicht, wie du jetzt lachen kannst, Zirkelschmied. Gleich ist es stockdunkel und dann kommen die Räuber. Was für Räuber? Und die Räuberbande, die hier im Wald ihr Unwesen treibt. Was kümmert's mich? In der letzten Herberge haben sie es erzählt. In den vergangenen Wochen sind viele Reisende ausgeplündert worden. Von bewaffneten Räubern. Bei mir ist nichts zu holen. Nicht wahr, Munter? Wenn ich heute Nacht totgeschlagen werde und um mein Leben und alles komme, was ich bei mir habe, so ist es nur deine Schuld, Zirkelschmied. Denn du hast mich in den schrecklichen Wald hineingeschwatzt. Du sei kein Hasenfuß. Ein rechter Handwerksbursche soll sich eigentlich gar nicht fürchten. Glaubst du wirklich, die Räuber im Spessart würden uns die Ehre antun, uns zu überfallen? Warum sollten sie sich diese Mühe geben? Etwa wegen meines Sonntagsrocks, den ich im Ranzen habe? Oder wegen des Zehrpfennigs von einem Taler? Da muss man schon vierspännig fahren, in Gold und Seide gekleidet sein, wenn sie es der Mühe wert finden, einen umzubringen. Hast du es nicht pfeifen im Wald? Das war der Wind, der um die Bäume pfeift. Geh nur rasch vorwärts. Lange kann es nicht mehr dauern. Du hast gut reden, Zirkelschmied. Dich fragen sie, was du hast. Durchsuchen dich und nehmen dir allenfalls den Sonntagsrock und den Gulden und die 30 Kreuzer. Ich denke, du bist in der gleichen Lage. Mich werden sie töten, glaub mir. Weil ich Gold und Geschmeide mit mir führe. Warum sollten sie das tun? Kämen jetzt 4 oder 5 dort aus dem Busch mit geladenen Büchsen, die sie auf uns anlegten, dann... Nein, teufel nicht an die Wand, Zirkelschmied. Ja, kämen jetzt wirklich die Räuber, so würdest du tun, was die Klugheit gebietet. So? Meinst du? Du machtest deinen Ranzen auf und legtest die gelbe Weste, den blauen Rock, deine Hemden und alle Halsbänder und Armreifen und alles, was du sonst noch hast, höflich auf die Erde. Den Schmuck für meine Frau Patin. Die liebe Frau Gräfin soll ich hergeben? Jetzt, wo ich sie endlich besuchen darf... Und etwas mitbringe von meiner eigenen Arbeit, das sie beim Meister bestellt hat. Ja, lass ich mich in Stücke reißen. Hallo, wieso wird ein Hasenfuß plötzlich so mutig? Sie hat Mutterstelle an mir vertreten und mich aufziehen lassen, seit meinem 10. Lebensjahr. Und die Lehre für mich bezahlt und die Kleider und alles. Höre, Geselle, die Frau Gräfin hat Anspruch auf deine Dankbarkeit, aber nicht auf dein Leben. Nein. Lieber sterben, als dass ich den Räubern das Geschmeide meiner Frau Patin aussende. Ach, sei kein Narr! Wenn sie dich totschlagen, bekommt die Frau Gräfin den Schmuck trotzdem nicht. Drum ist es besser, du gibst ihn her und behältst dein Leben. Na nun, ist das wirklich ein Licht? Wo? Wahrhaftig! Es ist dein Haus! Lauf, Munter, lauf voraus! Du hast es besser als der Kettenhunter. Warte, Zirkelschmied! Vielleicht ist das da vor uns das Räuberhaus. Räuberhaus in den Höhlen unter der Erde. Das da ist eine Herberge. Das Wirtshaus zum Spessart. Komm, lass uns eintreten. Bevor sie eintraten, warfen sie durch das Fenster einen Blick in die Gaststube. Am Ofen in einem Lehnstuhl schlief ein Mann, der seiner Kleidung nach ein Fuhrmann sein konnte. An der anderen Seite des Ofens saßen ein Weib und ein Mädchen und spannen. Hinter dem Tisch an der Wand saß ein Mensch, der ein Glas Wein vor sich und den Kopf in die Hände gestützt hatte, so dass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Aus seiner Kleidung schließen sie, dass es ein vornehmer Herr sein müsse. Nachdem sie sich so vergewissert hatten, dass das Haus keine Räuberhöhle war, traten sie ein, legten die schweren Bündel, Stock und Hut in die Ecke
und setzten sich zu dem Herrn an den Tisch. Ich hoffe, es ist gestattet. Kommt, setzt euch. Gesellschaft ist mir immer willkommen. Hey, Wirtschaft! Zwei Becher Wein. Ja, ja, ihr habt's gehört. Ihr sollt euren Wein haben. Und ein Nachtlager, wenn's recht ist. Ihr sollt eine Kammer haben, ist noch eine frei. Hier ist euer Wein. Lasst uns anstoßen, Goldschmied, auf eine fröhliche Wanderschaft. Dass wir morgen noch leben. Ihr seid spät unterwegs. Habt ihr euch nicht gefürchtet, in so dunkler Nacht durch den Spessart zu reisen? Also ich für meinen Teil. Ich habe lieber mein Pferd hier in dieser Schenke eingestellt, als dass ich nur noch eine Stunde weitergeritten bin. Das habt ihr richtig gemacht, Herr. Der Hufschlag eines schönen Pferdes ist Musik in den Ohren dieses Gesindels und lockt sie auf eine Stunde weit. Wenn aber ein paar arme Burschen wie wir durch den Wald schleichen, Leute, denen die Räuber eher selbst etwas schenken könnten, da heben sie keinen Fuß auf. Das ist wohl wahr. Ihr erlaubt doch, dass ich mich an eurem Gespräch beteilige. Ich bin zwar nur ein Fuhrmann, aber... In unserer Lage ist uns jeder ehrliche Mann willkommen. Einem armen Mann können Sie nicht viel anhaben, da habt ihr recht. Aber es gibt Beispiele, wo sie arme Leute nur aus Mordlust niederstießen oder sie zwangen, unter die Bande zu treten und als Räuber zu dienen. Wenn es so aussieht, wird uns auch dieses Haus nur wenig Schutz gewähren. Wir sind nur zu vieren. Was können wir gegen sie ausrichten, wenn sie zu zehnt über uns herfallen? Wer blockt uns dafür, dass diese Wirtsleute ehrlich sind? Da hat es gute Wege. Ich kenne diese Wirtschaft seit mehr als 10 Jahren und habe nie etwas Unrechtes darin verspürt. Der Mann ist selten zu Haus. Man sagt, er treibe Weinhandel. Die Wirtin aber ist eine stille Frau, die niemandem Böses will. Erinnert euch an die Gerüchte von jenen Leuten, die in diesem Wald spurlos verschwunden sind. Mehrere davon hatten vorher gesagt, dass sie in diesem Wirtshaus hier übernachten würden. Und als man später ihren Weg nachforschte und auch hier im Wirtshaus nachfragte, da wollte keiner sie dort gesehen haben. Das ist doch auf alle Fälle verdächtig. Weiß Gott. Dann wäre es ja vernünftiger, wenn wir unser Nachtlager unter dem ersten besten Baum aufschlagen würden. Als hier in diesen 4 Wänden, wo es kein Entkommen gibt, wenn sie die Tür besetzt haben. Denn die Fenster sind vergittert. Ihr Herren, hört, was ich dazu zu sagen habe. Im Schlaf wenigstens sollen sie uns nicht überfallen. Ich werde die ganze Nacht wach bleiben. Das will ich auch. Ich auch. Na, schlafen könnte ich sowieso nicht. Wir sind 2 Wandergesellen. Mein Nachbar zur Rechten ist ein Fuhrmann. Darf ich fragen, was ihr für einen Beruf habt? Ich müsste mich sehr irren, wenn ihr nicht ein Student oder gar ein Gelehrter seid. Ein Gelehrter nicht, wohl aber ein Student, der in den Ferien nach Hause reist. Ihr Herren, es ist Zeit, zu Bett zu gehen. Es hat 9 Uhr geschlagen. Morgen ist auch noch ein Tag. Lasst euch nicht stören, Frau Wirtin. Geht ruhig zu Bett. Vorher aber setzt bitte noch eine Flasche Wein für uns hierher. Dann braucht ihr unseretwegen nicht länger aufzubleiben. Mitnichten. Solange noch Gäste in der Wirtsstube sind, dürfen Wirtin und Dienstboten nicht schlafen gehen. Kurz und gut, ich bitte euch, ihr Herren, geht auf eure Kammern. Mir wird die Zeit lang. Und länger als bis 9 Uhr darf in meinem Hause nicht gezecht werden. Was fällt euch ein, Frau Wirtin? Ja, wieso stört es euch, dass wir hier noch sitzen, während ihr längst schlaft? Wir sind redliche Leute und werden euch nichts davontragen, noch ohne Bezahlung fortgehen. Meint ihr, ich werde wegen jedem Lumpen von Handwerksburschen, der mir 12 Kreuzer zu verdienen gibt, meine Hausordnung ändern? Zum letzten Mal, ihr Herren. Macht, dass ihr auf eure Kammern kommt. Den Teufel werde ich tun. Ach, nicht doch, Zirkelschmied. Wenn die Frau Wirtin es so haben will, dann lass uns doch auf unsere Kammer gehen. Da geht's lang. Die Treppe rauf. Ah, vorher brauchen wir noch Lichter, um den Weg zu finden. Damit kann ich nicht dienen. Also, ihr seid nicht gerade höflich zu euren Gästen, Frau Wirtin. Dieser Kerzenstumpf muss euch genügen. Mehr habe ich nicht im Hause. Die anderen werden den Weg auch im Dunkeln finden. Kommt, Freunde, kommt. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Gute Nacht. Der Fuhrmann und die beiden Handwerksburschen folgten dem Studenten, der ihnen die Treppe hinaufleuchtete, nachdem sie ihre Bündel aufgenommen hatten. Als sie oben angekommen waren, schloss der Student sein Zimmer auf, bat sie, leise aufzutreten und winkte sie alle hinein. Nun, was haltet ihr von unserer Lage? Sie will uns verraten. Da gibt es gar keinen Zweifel. Sie wollte um jeden Preis verhindern, dass wir zusammen wach bleiben. Wahrscheinlich glaubt sie, wir werden uns jetzt niederlegen, sodass die Räuber leichtes Spiel mit uns haben.
Noch könnten wir ihnen entkommen. Bestimmt sind wir im Wald sicherer als hier im Zimmer. Die Fenster sind auch hier vergittert. Bleibt zur Flucht nur noch die Haustür. Aber ich fürchte, sie werden uns nicht fortlassen. Das käme auf einen Versuch an. Ich werde probieren, ob ich bis in den Hof kommen kann. Wenn es mir gelingt, komme ich zurück und hole euch nach. Seid vorsichtig! Werde mir alle Mühe geben. Psst, nicht so laut. Oh. Was ist los? Beinahe hätte mir euer Bluthund die Kehle durchgebissen. Ihr hättet in eurer Kammer bleiben sollen, wie ich es euch gesagt habe. Dies ist ein einsames Haus mitten im Wald, da braucht man einen scharfen Wachhund. Um sich vor Räubern zu schützen? Hier, fass an. Ihr habt mir noch immer nicht gesagt, was ihr mitten in der Nacht hier sucht. Ich wollte etwas aus meinem Karren holen. Das hättet ihr auch vorher tun können. Schließt die Hoftür auf, Jakob, leuchtet der Mann an seinen Karren. Der Fuhrmann nahm zwei Wachskerzen aus seinem Wagen und steckte sie sich heimlich in seine Ärmel. Dann holte er zum Schein seinen Mantel aus dem Karren. Der Hausknecht ließ ihn dabei nicht aus den Augen. Glücklich kam der Fuhrmann wieder auf dem Zimmer an, wo ihn die anderen schon ungeduldig erwarteten. Sogleich berichtete er. An der Treppe liegt ein Bluthund so groß, wie ich noch keinen gesehen habe. Wir haben ihn bellen hören. Wir werden diese Nacht nicht überleben. Glaubt es mir, Freunde. Aber für so töricht kann ich diese Leute nicht halten, dass sie wegen des geringen Vorteils, den sie von uns hätten, 4 Menschen umbringen wollen. Räubern ist alles zuzutrauen. Ich bin der Bote von Aschaffenburg. Ich habe allerlei Güter auf meinem Wagen. Ha, ich werde wohl das meiste verlieren. Mein Pferd ist schon in ihren Händen. Es kostet mich 50 Dukaten. Aber ich gebe es willig hin, samt meiner Börse, wenn sie mir nur mein Leben lassen. Das ist mir am Ende doch lieber. So lasst uns in Gottes Namen erwarten, was über uns kommen wird. Psst. Still. Ich höre was. Ein Reisewagen. Er hält vor dem Haus. Ein Mann, seiner Kleidung nach ein Jäger, hilft 2 Frauen aus dem Wagen. Jetzt ist alles klar. Nicht uns, sondern diesen Damen lauert man auf. Gott sei Ihnen gnädig. Still. Bestimmt waren die Wirtsleute über die Reise der beiden Damen unterrichtet. Wir müssen sie warnen. Ja. Sie müssen wissen, in welcher Gefahr sie sich befinden. Dass das Wirtshaus eine Räuberhöhle ist. Ich werde es übernehmen, mit dem Jäger zu reden. Nehmt euch vor dem Bluthund in Acht. Der ist jetzt an der Kette. Solange die neuen Gäste nicht auf ihrem Zimmer sind. Verhaltet euch ganz ruhig, Freunde. Ich bin gleich zurück. Hey, Jäger! Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Psst! Nicht so laut! Was schleicht ihr hier herum? Ich komme, um euch zu warnen. Zu warnen? Wovor? Ihr seid in eine Räuberschenke geraten. Hä? In eine Räuberschenke? Bei Gott! Ja, zuerst dachten wir, die Räuber hätten es auf uns abgesehen. Ihr seid also nicht allein? Nein, wir sind zu viert. Aber jetzt wissen wir, dass die Räuber euch und euren Begleiterinnen auflauern. Der Frau Gräfin? Ja, wie kommt es, dass ihr mitten in der Nacht hier eintrefft? Zuerst wollten wir die ganze Nacht durchfahren, aber dann trafen wir, keine halbe Stunde von hier entfernt, einen Reiter, der riet uns, hier Quartier zu nehmen, weil es im Wald von Räubern wimmelt. Da seid ihr vom Regen in die Traufe gekommen. Wir werden das Wirtshaus sofort wieder verlassen. Ah, hinaus könnt ihr nicht mehr. Unten lauert ein Bluthund. Deshalb wollen wir überlegen, wie wir die Frau Gräfin vor den Räubern beschützen können. Da hätte ich folgenden Vorschlag zu machen. Redet. Passt auf, es gibt im ganzen Wirtshaus kein anständiges Zimmer für die Frau Gräfin, als das neben dem meinigen. Beide Räume sind durch eine Tapetentür verbunden. Wir brauchen sie nur aufzuschließen, dann sind wir alle beieinander und können der Frau Gräfin vor den Räubern Schutz bieten. Nachdem der Jäger die Damen von der Gefahr, in der sie schwebten, unterrichtet hatte, dauerte es nicht lange, bis sich die Verbindungstür öffnete und die Gräfin, gefolgt von ihrer Kammerfrau und dem Jäger, in das Zimmer des Studenten trat. Mein Jäger hat mir alles berichtet. Lasst euch noch einmal von Herzen danken, dass ihr 2 hilflosen Frauen euren Schutz angedeihen lassen wollt.
Dort kommen sie! Die Räuber? 10 bis 12 bewaffnete Männer! Meine Büchse wird Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben. Ich habe 2 Pistolen. Mein Knotenstock wird Ihnen den Rücken gerben. Denke, mein Messer hatte auch ein Wörtchen mitzureden. Lasst uns an die Treppe gehen. 2 oder 3 dieser Schurken sollen zuvor ihren Tod finden, ehe wir überwältigt werden. Nimm meine 2. Pistole, Zirkelschmied. Halt! Noch einen Schritt weiter und ihr seid des Todes. Spannt die Hähne, Freunde, und gut gezielt. Ihr Herren, es wäre eine Torheit, umsonst euer Leben opfern zu wollen. Denn wir sind unserer genug, um euch völlig aufzureiben. Ich glaube, da urteilt ihr etwas vorschnell. Hört, was ich sage. Zieht euch zurück. Es soll keinem von euch ein Leid geschehen. Nichts von eurem Hab und Gut sollt ihr verlieren. Na, was wollt ihr denn sonst? Meint ihr, wir werden solches Gesindel wie euch trauen? Gebt uns die Dame heraus. Gutwillig? Es soll ihr nichts geschehen. Wir wollen sie an einen sicheren und bequemen Ort führen, bis der Herr Graf sie mit 20.000 Gulden auslöst. Solche Vorschläge sollen wir uns machen lassen? Ich zähle bis 3. Wenn du dann nicht verschwunden bist, drücke ich ab. 1, 2... Halt! Ist das Sitte, auf einen wehrlosen Mann zu schießen, der mit euch friedlich unterhandelt? Friedlich unterhandeln, nennst du das? Ein Lösegeld willst du erpressen, also verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich hätte euch für klüger gehalten. Du irrst dich, wenn du glaubst, wir geben die Frau Gräfin freiwillig preis. Verschwinde! Oder wir schießen. Du kannst mich totschießen. Das ist keine Heldentat. Aber hier stehen 20 meiner Kameraden, die mich rächen werden. Mit diesen Hunden ist nicht zu spaßen. Na ja, sie scheinen zu allem entschlossen. Ich fürchte den Tod nicht, aber sie können die Frau Gräfin umso härter behandeln, wenn ich eine niederschieße. Was schlagt ihr also vor? Wir müssen versuchen, Zeit zu gewinnen. Nun, ihr Herren, seid ihr zu einem Entschluss gekommen? Gebt uns eine 1/2 Stunde Waffenstillstand, um die Frau Gräfin vorzubereiten. Der Waffenstillstand ist bewilligt, aber denkt daran, eine Flucht ist unmöglich. Ja. Das Haus ist umzingelt. Man hatte so laut verhandelt, dass die Gräfin jedes Wort gehört hatte. Sie war bleich und zitterte heftig, aber dennoch schien sie fest entschlossen, sich in ihr Schicksal zu ergeben. Hört mich an, Freunde. Ich werde tun, was diese Elenden verlangen. Frau Gräfin, niemals würde uns in den Sinn kommen, euch diesen Schurken zu überlassen. Ich weiß. Trotzdem ist es besser so. Warum soll ich nutzlos das Leben so vieler braver Leute aufs Spiel setzen? Keiner von uns würde jemals wieder froh werden, wenn wir tatenlos zusehen würden, wenn euch die Räuber fortführen. Bei Gott, da habt ihr recht, Herr Studiosus. Wäre ich nur um einen halben Kopf kleiner und hätte ich keinen Bart, so wüsste ich, was ich zu tun hätte. Ich ließe mir von der Frau Gräfin Kleider geben und diese Elenden sollten spät genug erfahren, welchen Missgriff sie getan. Gehören nur ein kleiner Körper, ein bartloses Kinn und ein mutiges Herz dazu, die gnädige Frau zu retten, so bin ich vielleicht auch nicht zu schlecht dazu. Nein, das dürft ihr nicht. Ich bin eine Fremde für euch. Ihr kennt mich doch gar nicht. Warum wollt ihr das tun? Zieht meinen Rock an, setzt meinen Hut auf euer schönes Haar und nehmt mein Bündel auf den Rücken und zieht als Felix, der Goldarbeiter, eure Straße. Gold, Junge, würdest du das wirklich tun? Würdest dich in meiner gnädigen Frau Kleider stecken lassen und sie retten? Das hat dir Gott eingegeben. Nein, ich kann euer Opfer nicht annehmen. Ihr müsst, Frau Gräfin. Ich beschwöre euch. Du sollst nicht allein gehen, mein Junge. Ich will mich mit dir gefangen geben und immer an deiner Seite bleiben. Und solange ich lebe, sollen sie dir nichts anhaben dürfen. Auch ich ziehe mit dir, Geselle, so wahr ich lebe. Hey, ihr Herren, die Zeit ist um. Also lasst uns wissen, wie ihr euch entschieden habt. Habt noch einen Augenblick Geduld. Dann wird sich die Frau Gräfin euch ausliefern. Sie soll einen Brief schreiben an den Herrn Grafen, ihren Gemahl, dass er sie gegen eine Summe
von 20.000 Gulden auslösen kann. Ja. Ja, unter größter Verschwiegenheit, versteht sich. Die Kammerfrau wird den Brief bestellen. Zuvor aber will ich ihn lesen. Felix streifte einige Kleider der Gräfin über. Der Jäger setzte ihm zum Überfluss noch ein paar falsche Haarlocken der Kammerfrau und einen Hut auf. Alle fanden, dass die Verkleidung gelungen sei. Die Gräfin gab Felix den Brief, den sie in aller Eile geschrieben hatte. Dann machte sich der Junge auf den Weg zu den Räubern. Ganz zuletzt auf der Treppe ließ er noch den Schleier herunter, der über seinen Hut gebreitet war. Der Räuberhauptmann empfing Felix mit einer tiefen Verbeugung. Gnädige Frau, es gibt Fälle, wo man sich in Geduld schicken muss. Aber wir werden es nicht an dem Respekt vor einer so ausgezeichneten Dame fehlen lassen. Nein, Sie werden alle Bequemlichkeiten haben und sich über nichts beklagen können. Als vielleicht über den Schrecken, den Sie heute ausgestanden haben. Ich bin weder ein gemeiner Dieb noch ein Halsabschneider. Ich bin ein unglücklicher Mann, den widrige Verhältnisse zu diesem Leben zwangen. Ja. Also der Herr Graf, Ihr Gemahl, hat vor 6 Wochen eine Erbschaft von 5 mal 100.000 Talern gemacht. 500.000? Ja, wir erbitten von diesem Überfluss ganze 20.000 Gulden. Gewiss eine recht bescheidene Forderung. Ja, sehr gesprächig seid ihr nicht, nein. Darf ich jetzt um den Brief an den Herrn Grafen bitten? Hier. Na, dann wollen wir mal sehen, was die gnädige Frau Gräfin geschrieben hat. Mein Gemahl, ich unglückliche Frau bin auf meiner Reise mitten in der Nacht aufgehalten worden. Und zwar von Leuten, denen ich keine gute Absicht zutrauen kann. Hat sie recht. Ja. Sie werden mich so lange zurückhalten, bis Sie, mein Herr Gemahl, die Summe von 20.000 Gulden für mich als Lösegeld gezahlt haben. Ja. Und das kann man gut lesen. Die Bedingung dabei ist, dass Sie die Sache nicht bei der Obrigkeit anzeigen. Richtig. Noch um Hilfe nachsuchen und das Geld durch einen einzelnen Mann in die Waldschenke im Spessart schicken. Ja, ja. Widrigenfalls wird mir mit längerer und harter Gefangenschaft gedroht. Es fleht sie um baldige Hilfe an, ihre unglückliche Gemahlin. Ja, schöner Brief, der seine Wirkung gewiss nicht verfehlen wird. Also dafür dürfen Sie jetzt Ihre Begleitung wählen. Der Jäger und dieser Herr hier werden mich begleiten. Gut, dann wird die Kammerfrau diesen Brief dem Herrn Grafen bringen. Ja. Vor der Waldschenke standen viele Pferde. Eins wurde dem Jäger angewiesen, ein anderes, ein schönes kleines Tier mit einem Damensattel versehen, stand für die Gräfin bereit. Ein drittes gab man dem Studenten. Der Hauptmann hob den jungen Goldschmied in den Sattel, schnallte ihn fest und bestieg dann selbst sein Ross. Er stellte sich zur Rechten der Dame auf, zur Linken stand einer der Räuber. Auf die gleiche Weise wurden auch der Jäger und der Student bewacht. Nachdem sich auch die übrige Bande zu Pferd gesetzt hatte, gab der Anführer das Zeichen zum Aufbruch. Bald war die ganze Schar im Wald verschwunden. Totenstille herrschte in der Waldschenke, die noch vor kurzem der Schauplatz so schrecklicher Szenen gewesen war. Am nächsten Morgen machten die Reisenden, die im Wirtshaus zurückgeblieben waren, eine überraschende Entdeckung. Hey, Zirkelschmied, ja? Was haltet ihr davon? Unten liegen die Wirtin und ihr Gesinde, gefesselt und gebunden. Ihr habt sie befreit, Fuhrmann? Was blieb mir anderes übrig? Dass sie mich um Beistand anflehten. So haben wir ihnen Unrecht getan. Und sie standen nicht im Einverständnis mit den Räubern. Also, ich lasse mich statt ihrer aufhängen, wenn sie nicht mit den Räubern im Bunde sind. Erinnert euch an die verdächtigen Mienen und wie ich hinabgehen wollte in den Hof und mir der Bluthund fast die Kehle durchbiss. Guten Morgen, meine Freunde. Frau Gräfin. Still, ihr verratet mich ja. Ich bin Felix der Goldschmied. Habt ihr das vergessen? Man könnte euch tatsächlich für einen jungen Burschen halten, mit Verlaub zu sagen. Falls mein Rat erwünscht ist. Redet, Fuhrmann.
Ja, sagt uns, was ihr auf dem Herzen habt. Wir wollen die Wirtin in Sicherheit wiegen und nichts anmerken lassen. Wahrhaftig, das nenne ich klug gehandelt. Später können wir sie dann bei der Obrigkeit anzeigen. Meine Kammerfrau wird gleich mit dem Reisewagen abfahren. Ja, eure Bediensteten sind gerade dabei, die Pferde anzuspannen. Ich wünschte, ich hätte dieses schreckliche Wirtshaus schon hinter mir. Der Fuhrmann zahlte seine Zeche, nahm von seinen Leidensgenossen Abschied und fuhr seine Straße. Nach diesen machten sich die beiden Handwerksgesellen auf den Weg. So leicht das Bündel des Goldschmieds war, es drückte doch die zarte Dame nicht wenig. Aber noch viel schwerer wurde ihr ums Herz, als unter der Haustür die Wirtin ihre verbrecherische Hand hinstreckte, um Abschied zu nehmen. Ei, was seid ihr für ein junges Blut? Noch so jung und schon in die Welt hinaus? Ihr seid gewiss ein verdorbenes Kräutlein, das der Meister aus der Werkstatt gejagt hat. Na, was geht's mich an? Schenkt mir die Ehre bei der Heimkehr. Glückliche Reise! Komm, Munter, lauf voraus! Warst die ganze Nacht in deinem Stall eingesperrt. Nun zeig, dass du noch laufen kannst. Jetzt erst bin ich in Sicherheit. Bis ganz zuletzt habe ich geglaubt, die Wirtin würde mich erkennen und durch ihre Knechte festnehmen lassen. Oh, wie will ich euch allen danken. Ihr kommt doch auch auf mein Schloss. Natürlich, ihr müsst doch euren Reisegenossen bei mir wieder abholen. Dort kommt mein Reisewagen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Gute Reise. Um dieselbe Zeit erreichten die Räuber mit ihren Gefangenen das Lager der Bande. Es lag in einem kleinen Talkessel, eingeschlossen von hoch aufragenden Felsen. Nur ein schmaler Pfad führte hinein. Hier standen 8 Hütten aus Brettern und abgehauenen Bäumen aufgebaut. Weiber und Hunde umsprangen heulend und bellend die Ankömmlinge. Der Räuberhauptmann führte die vermeintliche Gräfin und ihre beiden Begleiter in die größte Hütte, die ihnen fortan als Unterkunft diente. Sobald sie allein waren, machte Felix sich in lautem Klagen Luft. Ach, Freunde, was wird die Zukunft bringen? Sei um Gottes Willen still, lieber Junge. Denk daran, dass man uns belauscht. Aus jedem Wort, aus dem Ton deiner Sprache können sie Verdacht schöpfen. Glaubt mir, Herr Jäger, ich weine nicht aus Angst vor diesen Räubern oder aus Furcht vor dieser elenden Hütte. Nein, es ist ein ganz anderer Kummer, der mich drückt. Na, was bedrückt dich? Rede. Mein Vater war ein geschickter Goldarbeiter in Nürnberg. Und meine Mutter hatte früher bei einer vornehmen Dame gedient, als Kammerfrau. Und als sie meinen Vater heiratete, wurde sie von der Gräfin trefflich ausgestattet. Und als ich auf die Welt kam, wurde die Frau Gräfin meine Patin. Besser konntest du es gar nicht treffen. Ja, du sollst dich darüber freuen, statt zu klagen. Hört nur weiter, dann werdet ihr meinen Kummer verstehen. Nur zu. Erzähl weiter. Als meine Eltern bald darauf kurz nacheinander an einer Seuche starben und ich ganz allein und verlassen in der Welt stand, nahm die Frau Gräfin sich meiner an und gab mich einem Meister in Würzburg in die Lehre. Da hattest du abermals Glück, Junge. Wahrhaftig, du bist trotz allem ein Glückskind. Ja, ich hatte Glück und brachte es bald so weit, dass mir der Lehrbrief ausgestellt wurde und ich mich für die Wanderschaft rüsten konnte. Dies schrieb ich der Frau Patin und flugs antwortete sie, dass sie das Geld zur Wanderschaft gebe. Mein lieber Junge, ich sehe noch immer keinen Grund zu deinem Kummer. Um so eine Patin bist du zu beneiden. Mit ihrem Brief schickte sie prachtvolle Steine und verlangte, ich solle sie fassen zu einem schönen Geschmeide. Und dann soll ich es als Probe meiner Geschicklichkeit selbst überbringen und dabei das Reisegeld in Empfang nehmen. Diese schändlichen Räuber haben alle meine Hoffnungen zerstört. Denn wenn eure Frau Gräfin den Schmuck in meinem Ransen verliert oder die schwere Last wegwirft, wie soll ich dann vor meiner gnädigen Frau Gräfin treten? Beruhige dich, mein Junge. Ich glaube nicht, dass der Schmuck bei der Frau Gräfin verloren gehen kann. Sie wird deinen Ranzen mit aufs Schloss nehmen, wo du ihn unbeschadet wieder in Empfang nehmen kannst. Ach, wenn es doch schon so weit wäre.
Nach 5 Tagen waren Felix, der Jäger und der Student noch immer bei den Räubern gefangen. Sie wurden zwar von dem Hauptmann und seinen Untergebenen gut behandelt, aber dennoch sehnten sie sich nach Befreiung. Denn je mehr die Zeit vorrückte, desto höher stieg auch ihre Angst vor Entdeckung. Am Abend des 5. Tages erklärte der Jäger seinen Leidensgenossen: Hört zu, Freunde. Ich bin entschlossen, diese Nacht zu fliehen. Und wenn es mein Leben kosten sollte. Ihr wollt fliehen, Herr Jäger? Nicht nur ich, wir alle. Ein guter Vorschlag, ich bin dabei. Den ersten Wächter nehme ich auf mich. Es ist Notwehr und Not kennt kein Gebot. Er muss sterben. Sterben? Ihr wollt ihn totschlagen? Dazu bin ich fest entschlossen. Denn wenn es darauf ankommt, 2 Menschenleben zu retten, im Wald sind Soldaten auf der Suche nach den Räubern. Wir sollen sterben, wenn das Lager gestürmt wird. Der Himmel möge uns schützen. Noch haben sie uns das Messer nicht an die Kehle gesetzt. Drum lasst uns ihnen zuvorkommen. Bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen konnten, geschah etwas anderes. Der Räuberhauptmann erschien in der Hütte. Frau Gräfin, ihr seid in einer schlimmen Lage. Euer Gemahl hat nicht Wort gehalten. Er hat das Lösegeld nicht geschickt. Dafür streifen Soldaten durch den Wald, um mich und meine Leute auszuheben. Nun ist es an der Zeit, dass ich meine Drohung wahrmache. Verruchter, ihr wollt euch an einer wehrlosen Frau vergreifen? Beruhigt euch, Jäger. Nichts dergleichen beabsichtige ich. Was wollt ihr dann? Redet. Ach, es widerstrebt mir einer Dame, die meine Achtung genießt, etwas zuleide zu tun. Darum will ich euch einen Vorschlag machen. Es ist der einzige Ausweg, der euch übrig bleibt. Ich will mit euch fliehen. Was sagt ihr da? Ihr wollt mit uns fliehen? Die meisten meiner Gesellen sind entschlossen, nach Italien zu ziehen. Und ihr? Mir behagt das nicht. Ich begebe mich lieber unter den Schutz der Frau Gräfin. Mit ihrer Hilfe wird es mir gelingen, bei den Soldaten einzutreten. Der geringste Dienst soll mir willkommen sein. Soldat wollt ihr werden, Herr Räuberhauptmann, mit Hilfe meiner gnädigen Frau Gräfin? Frau Gräfin, wenn ihr mir euer Wort gebt, für mich gut zu sprechen, eure mächtigen Verbindungen zu meinem Schutz anzuwenden, so kann ich euch retten, ehe es zu spät ist. Gut. Ich verspreche euch, dass ich alles für euch tun werde. Alles, was in meiner Macht steht. Zumal ihr euch dem Räuberleben freiwillig entzogen habt. So haltet euch bereit. Ich werde euch abholen, sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet. Wem hat Gott das Herz gelenkt? Wir werden also vom Räuberhauptmann persönlich gerettet, wahrlich. Also das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich auch nicht, Herr Studiosus, dass mir solch ein Abenteuer begegnen würde. Sagt ihr, Herren, habe ich recht getan, diesen Mann zu betrügen? Was kann ich zu seinem Schutze tun? Heißt es nicht, ihn an den Galgen zu locken, wenn ich ihm nicht gestehe, wer ich bin? Mein lieber Junge, wie kannst du solche Bedenken haben? Der Mann hat nichts anderes verdient. Ja, wahrhaftig, der Mann hat sich sein Schicksal selbst zuzuschreiben. Aber der Richter wird ihn milde bestrafen, weil er sich selbst ausgeliefert hat. Dieser Gedanke tröstete den jungen Goldschmied. Ungeduldig wartete er mit seinen Gefährten auf die Rückkehr des Räuberhauptmannes. Sie brauchten nicht lange zu warten. Der Hauptmann kehrte schon bald zurück. Er brachte ein Bündel Kleider mit. Frau Gräfin, zieht diese Kleider an. Es wird unsere Flucht erleichtern, wenn ihr Männerkleider tragt. Zieht euch schnell um. Beeilt euch. Ich warte draußen. Das hier wäre die 2. Verkleidung. Mein lieber Junge, schlüpf in diesen Jagdrock. Schnell! Ich möchte wetten, sie steht dir besser als die erste. Wahrhaftig, er passt. Nun, seid ihr fertig? Wir können aufbrechen. Wohin wollt ihr uns führen? Ich habe erfahren, dass sich der Herr Gemahl der Frau Gräfin gegenwärtig in Aschaffenburg aufhält. Ich kenne einen Fußpfad, der genau dorthin führt. Zur Aschaffenburger Landstraße. Also folgt mir, aber leise! Zuerst ging es mit Hilfe einer Strickleiter die Felsen hinauf und wieder hinunter bis zu dem Fußpfad. Schweigend zogen sie weiter. Der Räuber immer voran, die 3 anderen dicht hinter ihm. Halt!
Bleibt stehen! Woher kommt ihr und wohin wollt ihr? Seid mir willkommen, Herr Soldat. Ich freue mich, euren bunten Rock zu sehen. Nichts habe ich sehnlicher herbeigewünscht. Endlich sind wir frei. Ja, was sehe ich da? Das ist ja Gottfried, unser Jäger. Ja, Herr Major, da bin ich. Wunderbar gerettet aus der Hand des räuberischen Gesindels. Na ja. Dieser Herr ist ein Studiosus. Und dieser wackere junge Mann ist Felix, der Goldarbeiter. Er hat durch seinen Mut die Frau Gräfin gerettet. Ein Goldarbeiter? Nicht die Gräfin? Ihr seid einer List aufgesessen, Herr Räuberhauptmann. Räuberhauptmann? Ein paar Tausend, ist das wahr? Lasst diesen Mann in Gewahrsam nehmen, Herr Major. Es ist der Anführer der Banditen. Erfreut über diese Nachricht, ließ der Major den Räuberhauptmann sogleich ins nächste Gefängnis schaffen. Er selbst aber beschloss, Felix und seine Begleiter persönlich nach Aschaffenburg zu bringen. Unterdessen hatte sich das Gerücht vom Überfall auf die Waldschenke und von der Heldentat des jungen Goldarbeiters wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt verbreitet. Alles drängte sich heran, als der Wagen mit Felix durch das Stadttor fuhr. Im Wagen neben dem Offizier. Es lebe der brave Goldspieljunge. Felix war ganz gerührt von der rauschenden Freude der Menge. Aber ein noch größerer Empfang stand ihm auf dem Rathausplatz bevor, wo ihn der Graf vor den Augen aller Bürger umarmte und ihm für die Rettung seiner Frau dankte. Noch an demselben Tag führte der Graf den jungen Goldschmied nach seinem Schloss, wo die Gräfin, besorgt um das Schicksal des jungen Mannes, ungeduldig auf Nachricht wartete. Als die ersten Minuten des frohen Wiedersehens vorüber waren, winkte die Gräfin einem Diener, der bald darauf die Kleider und den Ranzen des Goldschmiedes herbeibrachte. Hier ist alles, was ihr mir in jener schrecklichen Nacht gegeben habt. Es steht euch wieder zu Diensten. Doch möchte ich euch bitten, alles mir zu überlassen und zum Tausch dafür die Summe anzunehmen, welche die Räuber als Lösegeld für mich bestimmten. Gnädige Frau Gräfin, die Kleider sollen euch gehören, aber das Geld kann ich nicht annehmen. Ich soll mir die Kleider und den Ranzen von euch schenken lassen? Nein, mein Freund. Etwas sollt ihr dafür bekommen. Erhaltet mir euer Wohlwollen. Und sollte ich in die Lage kommen, eurer Hilfe zu bedürfen, so werde ich euch drum bitten. Einverstanden. Halt, etwas muss ich noch aus meinem Ranzen nehmen. Handelt ganz nach Belieben. Nehmt nur, was ihr nicht entbehren könnt. Allerdings wüsste ich gern, was euch so am Herzen liegt, dass ihr es mir nicht überlassen mögt. Alles, was meines, könnt ihr haben. Aber dieses Kästchen gehört meiner lieben Patin. Es ist ein Schmuck, gnädige Frau, den ich selbst angefertigt habe. Wenn ihr einen Blick drauf werfen wollt. Diese Steine sind für eure Patin bestimmt, sagt ihr? Ja, meine Frau Patin hat sie mir geschickt und ich habe sie gefasst. Jetzt bin ich auf dem Weg zu ihr, um den Schmuck selbst zu überbringen. So bist du Felix Perner aus Nürnberg. Woher wisst ihr meinen Namen? O wundervolle Fügung des Himmels. Du bist Felix, unser Patenkind. Der Sohn unserer Kammerfrau Sabine. So seid ihr die Gräfin Sandau? Ja, Felix. Du hast deine Patin gerettet, ohne es zu wissen. Dies ist Schloss Mayenburg, das Ziel deiner Reise. Gott hat es so gefügt, dass ich euch durch die Tat meine große Dankbarkeit habe bezeigen können. Du hast mehr getan, als ich je an dir hätte tun können. Aber von nun an will ich dir zeigen, wie unendlich viel wir dir alle schuldig sind. Mein Gatte soll dein Vater, meine Kinder sollen deine Geschwister und ich selbst will deine treue Mutter sein, solange ich lebe. Die Gräfin hielt Wort. Sie unterstützte Felix während seiner Wanderjahre. Als er zurückkam, kaufte sie ihm ein Haus in Nürnberg. Dort lebte Felix als ein geschickter Goldschmied. Der Ruhm seiner Kunst verband sich mit dem Bericht von seinem Heldenmut und verschaffte ihm Kunden im ganzen Reich. Die angenehmsten Besucher waren ihm aber der Jäger, der Zirkelschmied, der Student und der Fuhrmann. Von letzterem erfuhr er, dass der Räuberhauptmann nach Verbüßung seiner Strafe als braver Soldat dem König von Neapel diente. So kam es, dass der wackere Goldschmied nur freundliche Erinnerungen hatte, wenn er zurückdachte
an das Wirtshaus im Spessart. Thank you.